So, da sind wir raus aus dem Windhafen. Können wir uns quasi schon mal direkt ins nächste Abenteuer stürzen. Wir haben ja hier nur rund 14 Portale zur Auswahl. Was hätten wir denn hier? Skelos Einwöde. Ja, dann wollen wir doch mal da vorbeischauen. Und einmal noch ein Geldsack brauchen wir. Obwohl, ich glaube, den Geldsack bekommen wir dann erst genauso wie das Klettern für Sommerwald erst in der dritten Welt wahrscheinlich. Und dann müssen wir nochmal zurück und auf jeden Fall in das eine Gebiet. Auf die eine Karte. Böses, fliegendes Vizekätzchen. Hey Drache, du sollst ja ziemlich stark sein. Ich habe mit meinem Cousin Gluck gewettet, dass du es nicht durch die Einöde schaffst, ohne angesenkt zu werden. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Auf jeden Fall spucken die sehr... Oh, sorry, ich wollte dir eigentlich keinen Feuer hinterm Arsch machen. Aber du scheinst mich zu mögen. Deine Videokamera? Das ist schon moderne Steinzeit... Steinzeitmenschen. Boah. Feuer mit Feuer bekämpfen ist nicht so wirklich, ne? Dafür sind wahrscheinlich die Dinger da, dass man es ein bisschen einfacher hat hier. Aber die reagieren ganz schön schnell, ne? Ja? Immer einen kleinen Moment zum Zielen brauche ich, das stimmt wohl. Aber erstmal ein Skorpion. Ne, Quatsch, ne. Wer bist du da oben? So, einmal anziehen. Tschuk, 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 tschuk. Na, bleibst du stehen? Ah, 1 von 8. Okay, das Knopf brauchen wir also für eine Quest. So, Tinker, speicher mal ab. Alles, was du nicht anfackeln kannst, kannst du durch Sprinten umhauen. Ich will aber alles abfackeln und damit Hallöchen, Kirari. Ne, Quatsch. Kirai. Doch. Sorry. Itami. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du da bist. Jetzt muss ich aber erstmal gerade gucken, wie ich da hochkomme. Wahrscheinlich, indem ich einmal... Itami ist leichter. Ja, definitiv. Für mich vor allem. Na, wer warst du? Mich auch drauf eingelassen. Wäre ich mal nicht dahin gesprungen. Sei denn, diesmal bin ich schneller. So. Den haben wir einmal. Oh, der erste Teil lief gut. Der zweite Teil läuft bis jetzt auch recht gut und angenehm. Wir haben ja Sommerwald haben wir schon relativ schnell und gut durchgehabt. Aber auch gemütlich. Ne? Also ich nehme hier wirklich alles mit, was geht.
und genieße das Spiel einfach. Okay, dafür brauchen wir 16. Ah, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, die Viecher mit den Feuervulkan-Dingern anzugreifen. Weil ihr AOE ist schon ekelhaft, ihr AOE, ne? Und ich kenne mein Timing. War nicht so toll. Oh, es gibt aber schlimmere Sachen, finde ich. Na, kriegt man das kaputt denn ein paar Mal, oder? Ja. Nur ob so Vulkanbällchen so gesund sind für einen kleinen Spyro. Aber ich höre hier noch so einen Knochentypen, ne? Oh. Ja, du bist aber hier auch gemütlich, ne? Wenn man das so schnell durchgesucht, dann musst du mehr genießen. So. Wie kriege ich das Ding jetzt da raus? Indem ich Sparks opfere. Okay, cool. Wir brauchen also jetzt erstmal eine Echse. Oder auch nicht. Na, mehr genießen ging nicht. Ja. Dann mach es so wie ich, dass zwischenzeitlich die Verbindung zu Plazy abkackt. Und dann kannst du automatisch länger genießen. So, jetzt darf ich den ganzen Klumpatsch hier nochmal machen, ne? So. Schon neun. Na komm, mach dein Feuerdings. Oh, wir haben den trotzdem bekommen, den Knochen. Oh, super. Brauche ich da nicht mehr rein. Dann haben wir auch die Steine da oben und den anderen Knochen haben wir dann auch. Okay, super. So, dann holen wir uns mal den Knochen da oben. Wo ist auch so ein Lagerstein? Hier. Läuft dein Soundpanel über... Ja. Ja. So wie du beschrieben hast, Jupp. Aber das ist hier aktuell deaktiviert. Also, das Panel ist zwar da, aber dadurch, dass ich hier zu Classic Let's Plays aufnehme und die dann auf YouTube hochgeladen werden, sind sie die halt. Ich bin so traurig. Die blöden Lavakröten haben die Knochen meines Freundes gestohlen. Hilf mir, ihn zusammenzusetzen, dann ist er wieder lustiger. Okay, wollen wir dann probieren. Hm, ja. Sollte funktionieren, weil das eine Twitch-Extension ist. Du hast es durch die Einöde geschafft. Ich wusste es. Es war dumm von Gronkh, gegen einen Drachen zu wetten. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Gronkh ist falsch geschrieben. Ja.
Und dann bin ich tot. Der echte? Na, da war Gronkh geschrieben. Oder Gronkh genannt, aber ohne H. Deswegen meinte ich, der ist falsch geschrieben. Ich nehme das lieber so im Kauf. Ganz ehrlich. Das ist ein bisschen tricky hier. So, und den haben wir aber jetzt auch. Huch. Immer ruhig mit den Jungen. Ja, okay. Mhm. Es gibt manchmal so Level. Die können sau schwer sein, die mache ich dann mit links und dann gibt es solche Level hier, wo ich einfach mal mein ganzes Leben verballer. Aber die Stelle ist auch ein bisschen ekelig, ne? Das muss man mal sagen. So. Jetzt aber. Die Edelsteine sind mir. Sind da um der Ecke auch noch Edelsteine gewesen? Bin mir gar nicht so sicher. Aber. Ein Knochen! Mir wurscht. Soll mir auch recht sein. Spyro ist Kingdom Hearts Teaser. Das wäre eigentlich auch geil. Spyro und Kingdom Hearts. Warum sind diese Edelsteine da so scheiße? Aber egal, wir haben die zwei Knochen. Nee, die Lava und ich sind hier echt gerade in dem Level auf Kriegsfuß, ganz ehrlich. Und wir haben auch noch so eine schöne Zauber-Dingens hier. Da ist auch noch einer, ne? Um den Edelstein zu bekommen, einfach mal Sparks opfern. Jetzt rufe ich erstmal Sparks wieder. Genau, Fee, speichere mich mal ab. Dankeschön. Zumindest eine Tinkerbell, die auf meiner Seite steht. Na! Den Skillpoint, ganz ehrlich, den kann man doch gar nicht holen, wenn man diese Edelsteine da aus der Ecke holen muss. Und ich muss auf jeden Fall noch die zwei Gegner da gerade besiegen. Sonst geht der Power-Up hier nicht. Oder die ganzen Power-Ups gehen da nicht. Aber mir fehlen noch sämtliche Quests und so, ne? Geil. Da geht's noch. Ach, schau mal hier, geht's auch noch weiter. Okay. Wo haben wir einen Dingstein? Lavaklumpen. Da gibt's ein paar zu viele Miezen, die ich gerne töten will, muss. So.
Was eigentlich damit? Kann ich das damit auch kaputt machen? Nein, okay. Und auf die andere Seite kommen wir dann von da oben. Glaube ich, ne? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier einmal gleich durch die Tunnel laufen, ist auf jeden Fall diese Vase war hier jetzt, glaube ich, irgendwo. Was bist du hier eigentlich? Ach, okay, damit kann ich dann durch die Lava. Mhm, das hätte ich mal vorher gebrauchen können. Oder vorher gewusst, sagen wir eher mal so. Bist du auch das Ding? Ja. Okay, man lernt halt immer mal dazu, ne? So ist es ja nicht. Super, und der einzige Stein. Wollte nicht sagen, war witzig. Brauchst du ja auch nicht. Dafür bin ich da. Dafür bin ich da, für sowas. Ich meine, ich finde das. Ich möchte ja schon dann auch. In erster Linie, es sei denn, ich schreie so laut um Hilfe, dann wünsche ich mir auch Hilfe. Aber in erster Regel versuche ich das schon immer gerne selbst herauszufinden, wenn auch über so tollpatschige Wege. Wäre ja, glaube ich, sonst auch für euch ein bisschen langweilig, oder? Wenn hier alles reibungslos wäre. Ich meine, ich biete hier nonstop High-Quality-Trash-Streaming an. Ja, das kann auch nicht jeder. Spyro, unser Dorf wird von Lava-Echsen überrannt. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine kleinen Freunde fressen? Ich lass die Brücke runter, damit du dorthin kommst. Gerne. Oh Gott. Grashüpfer, nimm dieses glänzende. Ich bin ein Drache. Als Hilfe für deine Reise. Grashüpfer. Dem machen wir ja mal Feuer unterm Hintern. Oh, oh, da kommen noch mehr Echseneier von oben. Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Ausnahmsweise. Na, guck mal hier, wie so ein organisiertes Bombardement hier. Den geht's aber auch gut, wa? Na, hier war doch gerade einer. Okay, das wird auf jeden Fall schon gerade ein bisschen kritischer hier. Vielen Dank für die erneute Hilfe, Spyro. Das verdient noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht benutzen. Na, das Nachtlicht nehme ich gerne an. Tada! So, damit hätten wir die zwei. Und da fehlt uns noch ein so ein Knochending fehlt uns wahrscheinlich, ne? Der ist dann nicht rein zufällig irgendwo hier am Rumtänzeln oder so, ne? Scheint aber nicht der Fall zu sein.
hinten ging es auch nicht weiter, ne? Nein, okay. Dass ich auf solche Sachen nicht manchmal früher komme, ne? Die hätten uns so einiges erspart, glaube ich. Hallo? Okay. Das ist bestimmt irgendwo hier noch in irgendeiner kleinen Ecke am Rumtanzen, der Gute. Das sagt mir mein Drachenriecher. Bist du? Na super, das war ja eine super schlaue Idee von mir. Obwohl. Also gerade ein Leben bekommen und dann schon wieder ein Leben verlieren. Das wäre ja der Burner gewesen. Was ist da mit dem Drachenmaul? Ich glaube, da oben war ich noch nie, ne? Aber da geht's auf jeden Fall irgendwie rein. Ob wir von da. Ne, von da aus kommen wir nicht da hoch. Ja, oder? Meint ihr, wir kommen da oben rein? Das sieht mir doch fast so aus. Ja, natürlich kommen wir da oben rein. Ja. Nein, hier wird alles selber herausgefunden. Deswegen habe ich auch die Karte gar nicht aktiv. Deswegen habe ich auch die Karte nicht. Na, der chillt auch seine Base, ne? Da müssen wir super schnell sein. Panda, hi, grüß dich. Nein, würde ich dir sogar zustimmen. Ich finde die Karte jetzt auch nicht so. Also sie wäre nicht mein Favorit. Ich finde sie schön gemacht, aber sie wäre definitiv nicht mein Favorit. Wie geht's dir, mein Schatz? Alles gut? Da
Danke, Spyro. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Nimm dies als Zeichen meines Danks. Eine Fee hat es mir vor einer Weile gegeben. Ja, nehme ich gerne. Du hast den Zimtmarathon kurz beendet. Oh. So. An wen erinnert uns das? Ich glaube nicht, dass der erste Tanz irgendwie aus älterer Zeit ist. Applaus, Applaus! mir geht's soweit ganz gut, ich hoffe ebenso. Und damit haben wir das Level 100%. Tschüss. Na guck mal hier, für unseren Geldgeier hätten wir jetzt auch schon wieder genug Edelsteine. Wie ist es eigentlich? Tun wir diesen Kopfnussrammer von dem Typen lernen? Ja, nein, vielleicht? Ich frage, weil Shattigo Ase wäre dann tatsächlich noch offen, ne? Schau mal, wir haben erst hier 20%, ey. Lol. Wo wir hier schon echt viel rumgelaufen sind, ne? Aber immerhin, zwei Sachen haben wir schon mal auf 100%. Dann könnten wir quasi nach einer kleinen Pause in die Kristallgletscher. Wie ich mir die Buchstaben erstmal zusammenreimen muss. Oh, doch, würde ich sagen. Machen wir hier auf jeden Fall im Stream eine kleine Pause. Und für das Classic Let's Play bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns an der Stelle in der nächsten Folge wieder.